Es reizt mich immer schon, mit viel Wasser zu malen, sozusagen ins Nasse hinein. Aus Wasser wird durch Leben geboren. Die fast alltäglichen Aufenthalte am Wasser reflektieren meine Sicht der Dinge, die geheimnisvoll unter der Wasseroberfläche liegen, aber auch in der Seele des Menschen. Neues drauf, wenn man halt sehr viel in einer Technik arbeitet. Hier beim roten Mohn, der Mohn hat geblüht, die Mohnfelder waren über viele Hektar rot überzogen mit verschiedensten Rottönen, wunderschön am Morgen, und habe eben versucht, das abstrakt darzustellen, wieder die Technik ein bisschen modifiziert, sogar in die nasse Farbe hineingeritzt. Dadurch sind die Linien jetzt so schnell etwas unterbrochen. Das erinnert ein bisschen so an Radierungen. Im Bildwerk Lebenszeichen, Lebensraum, entstanden 1998, versuchte ich Themen dazu und deren Umsetzung während der Entstehung eines Werkes im Zeitraffer und in Bildsequenzen für den Betrachter sichtbar zu machen. Die Farbe wird direkt auf das Glas aufgetragen und erreicht eine spezielle Auskratztechnik die gewünschte Flächenstruktur. Ein Bezug zu natürlichen Formen ist aber auch hier gegeben. Die einzelnen Elemente erinnern an Verästelungen, Schattenspiele, Schneefelder, Wasserspiegelungen oder Wolkenformationen. Zerschnittene oder zerrissene Bildteile werden in die Arbeiten geklebt und überarbeitet. Das Erschaffen und Zerstören wird zum zyklischen Prozess, der Wachstum und Vergänglichkeit symbolisiert. Ich bin selbst als Musiker schon jahrzehntelang aktiv. Ich liebe Partituren, seien es antiquarische oder handgeschriebene, die auf Glas eingearbeitet werden. Somewhere over the rainbow,
Jerusalem that I heard of was in a lullaby. Somewhere over the rainbow skies I blew. That you dare to dream will do come true. Blind Drawings, eigentlich blind gezeichnete Werke, entstehen folgendermaßen. Ich selbst, Fußballfan, schaue mir ein Fußballspiel an, voll Emotion, voll Bewegung. Und gerade diese Bewegung beeinflusst diesen Strich, diesen schnellen Strich. Ich zeichne dann mehr oder weniger blind in Zeilenform diese schnellen Bewegungen nach. Und so erreiche ich teils figurative, teils abstrakte Muster. Situationen werden nachgespielt, die sogar an einen Traum erinnern, wenn man sie später sich anschaut. Ich mache es in meinem Werk in der Natur nach. Ich erschaffe selbst aus der inneren Notwendigkeit heraus Lebensräume, indem ich Gebilde kreiere, Farbflächen zueinander setze und Oberflächenstrukturen entwickle, die manchmal vollkommen abstrakt, manchmal strukturiert sind. Also wird der Malprozess selbst zum meditativen Akt. Dieser mehrere hundert Jahre alte Lindenbaum steht hier in der Mitte meines Gartens. Ich fühle mich zu dieser Linde sehr hingezogen, verspüre sehr viel Kraft und Energie, wenn ich unter dieser Linde sitze und male. Sie ist schon ziemlich gezeichnet. In der Krone nisten Misteln, Parasiten, morsche Äste. Nach jedem stärkeren Windstoß liegen hier verstreut diese Bruchstücke, und irgendwo ist es ein schöner Vergleich mit dem Lebenszyklus des Menschen, dem Wachsen und dem Sterben.
Tiefgründen, Wüsten, Erhebungen und Vertiefungen durchzogenen Baumstamm hier und den einzigartigen Strukturen handelt der Zyklus von Hinterglasbildern Mea Philyra, mein Lindenbaum. Viele Farbüberschichtungen hinter Glas, stundenlang, tagelang herausgeritzt, als ob da nicht die Leiden einer nicht unbeschwerten Jugend und lebensbedrohenden Krankheit im Bereich der Augen da ein Ventil zum Loslassen gefunden hat. Die Wasseroberfläche, die ständig sich ein wenig verändert, wie es auch der Mensch tut, einmal ruhig, ein andermal aufgewühlt, ebenso die Wolken, die sich im Wasser spiegeln, einmal ruhig und klar, dann wieder aufgewühlt und bedrohlich, und unter dem Wasser schlummert die Seele der Menschen, geheimnisvoll, unscharf, schwer auszumachen. Epimigene hat vor 20 Jahren bei uns in nördlich vom Völkermarkt im alten Pfleghaus bei der Heuenburg, also das ist praktisch der Ort Heimburg, eine Ateliergalerie eröffnet und bietet dort alljährlich großartige Ausstellungen von Künstlern unserer Region und schafft hier für den Alpen-Aria-Raum exemplarisch eine großartige Kulturarbeit. Also bei diesen Arbeiten handelt es sich um den jüngsten Zyklus des Künstlers. Das ist der Duft des Flieders, wie ihn der Künstler selbst nennt. Sehr interessant, dass er praktisch im Frühsommer Fliederzweige abgebrochen hat und dann auf seinem Ateliertisch ausgebreitet in diese Form gebracht hat. Wenn ich male, zählt einzig und allein der gegenwärtige Moment, der Augenblick. Der ist alles. Keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es kommt, wie es kommt. Meine inneren Schwingungen sind impulsgebend für das Entstehen von neuen Formen, mit anderen Augen sehen, Farben spüren, Strukturen entwickeln. Künstlerisches Arbeiten ist eine Art Spurenlegen im alltäglichen Lebensfluss und Freude daran haben, wenn man nach einigen Tagen die Arbeiten sich wieder anschaut und merkt, wie rasend schnell Gegenwart Vergangenheit geworden ist.